euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freuet euch, der Herr ist nah. Zunächst einmal darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zum vierten Advent, dem Freudenadvent hier bei uns in der Markuskirche. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, jede Einzelne, die sich durch Schnee, Eis und Winter nicht abhalten lassen, mit uns heute hier den vierten Advent gemeinsam zu feiern. Und Sie dürfen sich freuen, dass Sie in der, so meines Wissens, wärmsten Kirche des ganzen Kooperationsraums Kronberg-Königstein heute Gottesdienst feiern dürfen. Wir haben 16 Grad, das erreicht keine andere unserer Nachbarkirchen. Auch darüber darf man sich heute Morgen freuen, dass man den vierten Advent doch in einer gewissen wohligen Atmosphäre miteinander begrüßen darf. Wir haben Grund, uns zu freuen. Wir freuen uns viel zu selten. Worüber können wir uns heute freuen? Wir wollen dem ein bisschen nachgehen, wollen der Spur der Freude versuchen, durch diesen Tag zu folgen. Und ich lade Sie ein, ungewohnte Entdeckungen zu machen, die vielleicht auch eine ungewohnte Freude bei Ihnen mit auslösen können. Und so feiern wir diesen Gottesdienst. Wir feiern ihn in der gewohnten Liturgie ab der Nummer 185 im EG Plus. Aber ich glaube, die meisten hier sind sowieso damit auch schon vertraut. Den Psalm beten wir gemeinsam, die Nummer 741. Wer sich darauf schon mal vorbereiten will, kann ihn schon mal aufschlagen, wenn wir den im Wechsel beten. Und so feiern wir diesen Gottesdienst als ein Fest des Lebens. Im Namen Gottes, Quelle, die belebt, Wahrheit, die befreit und Kraft, die uns erneuert. Wir wollen jetzt die Kerzen des Adventskranzes mit unserem gewohnten Lied entzünden. Rebecca wird das für uns tun. Evangeliums
aus dem Philipperbrief zu uns und da ruft uns Paulus zu. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Liebe Gemeinde, der Ratschlag lautet, nimm es in die Hand und sprüht es dann noch für dich Freude aus. Das empfiehlt uns Marie Kondo. Jeden Gegenstand sollen wir in die Hand nehmen und prüfen, sprüht er denn noch für mich Freude aus? Wenn nicht, dann weg damit. Aufräumen ist inzwischen die Lebensphilosophie. Und das Prinzip, nach dem das Aufräumen erfolgt, ist kein Prinzip der Ordnung, sondern ein Prinzip der Freude. Unter uns nimmt nämlich die Irritation über die vielen Gegenstände, die uns jeden Tag umgeben, deutlich zu. Ich habe einen alten Mann besucht in Schönberg, ich will ihn namentlich nicht nennen, der mir meinen ganzen Besuch über lebhaft geklagt hat, dass er sich nicht trennen kann. Die Sammlung historischer Automodelle in Regalen feinsäuberlich in der Wohnung aufgestellt, die Bücherecke mit dem vergilbenden Papier, all die angesammelten Gegenstände eines ganzen Lebens, sie machen ihn nicht mehr froh. Auch die Fotoalben mag ich nicht mehr aufschlagen, sagt er, es ist nicht mehr mein Leben. Und er empfindet diese ganze Wohnung mit all ihren Reichtümern als Last seines Alters, Plunder, den er nicht mehr los wird. Er ahnt die Veränderung, er ahnt den Umbruch seines Lebens, aber er kann sich nicht wirklich darauf einlassen. Er fühlt sich gebunden. Inzwischen fühlen sich so viele Menschen überfordert mit all dem, was sie haben, dass die Aufräumratgeber und diejenigen, die entrümpeln, eine Hochkonjunktur haben. Niemals wurde auf Aufräumen und Entlasten so viel Energie verwendet wie im Augenblick. Und die zentrale Frage, die uns leiten kann, ist die Frage, was sprüht denn noch Freude aus? Es kursiert die Zahl, dass wir Deutsche, und manchmal wird es auch erweitert auf die Mitteleuropäer, dass wir Deutsche im Durchschnitt 10.000 Gegenstände besitzen. Man kann diese Zahl immer wieder lesen in verschiedenen Medien. Das Statistische Bundesamt hat diese Zahl auf Nachfrage nicht bestätigt. Wie denn auch? Wer hat denn jemals irgendwo gezählt? Ich traue mich nicht, dieser Zahl 10.000 Gegenstände durch eine eigene Zählung zu entlarven, dass es falsch ist. Denn, ich weiß ganz genau, wenn ich anfange zu zählen und ich schreibe alles genau auf, was ich gezählt habe und will einmal alle Gegenstände, die in unserem Haus liegen, tatsächlich erfassen wie eine Inventarliste, ich würde an dieser Arbeit scheitern. Ich hätte an dieser Arbeit überhaupt gar keine Freude. Und ich weiß vor allen Dingen eines. Ich habe so viele Dinge, dass ich sie schon nicht mehr zählen kann. Und ich habe so viele Dinge, dass ich schon längst den Überblick verloren habe, dass ich sie habe. Eine Küchenschublade, die ich mehrfach in der Woche öffne, entlarvte plötzlich einen Falafelformer aus Israel, mit dem ich noch nie etwas anfangen konnte. Und ich muss mir die Frage stellen, lösen denn all diese Besitztümer in mir Freude aus? Gehe ich denn täglich jubelnd durch das Haus und denke, wow, das alles hast du? Und ich traue mich auch nicht, die Menschen in meiner Umgebung zu fragen, sag mal, wirke ich eigentlich auf dich wie ein von Freude erfüllter Mensch? Es könnte nämlich sein, dass mir die Antwort nicht gefällt. Paulus schreibt aus einer Gefängniszelle. Dort hat er, das kann ich mir lebhaft vorstellen, nur sehr wenige Gegenstände zur Verfügung.
Und trotzdem schreibt dieser Paulus von der Freude. Dazu braucht er nicht viel. Er braucht ein Papyrus, er braucht Feder und er braucht Tinte, um von der Freude schreiben zu können. Und er ist sehr schnell fertig mit dem Zählen der Dinge, die ihn da in seiner Gefängniszelle umgeben für seinen täglichen Gebrauch. Die Kluft zwischen diesem Briefschreiber und uns ist unendlich tief, wenn wir nur die Frage dessen bedenken, was wir täglich an Gegenständen zur Verfügung haben. Die Freude auf das kommende Weihnachtsfest, das steht für viele Menschen unter dem Aspekt, es gibt Geschenke. Dem anderen eine Freude zu bereiten, ist im Weihnachtsfest ganz fest damit verankert, dass ich dem anderen etwas schenke. Das ist so fest verknüpft im Weihnachtsfest, das ist nicht mehr zu lösen. Und daher sagt man oft, dass die Freude des vierten Advents, die ja schon immer im liturgischen Kalender der Kirche steht, dass wir uns am vierten Advent besonders freuen, man hat die immer damit verknüpft und hat gesagt, wenn mal vierter Advent ist, ist der Heiligabend ja nicht mehr weit. Und dann gibt es Geschenke. Also kann man sich doch freuen. Der vierte Advent hat sozusagen die Aufgabe, unsere Vorfreude auf den Heiligabend schon mal ein bisschen anzuheizen, uns in die Anspannung zu versetzen, dass es da endlich etwas gibt. Inzwischen bitte ich meine Familie, bitte, bitte, schenkt mir nichts zum Heiligabend. Bitte, bitte, nichts an Weihnachten möchte ich mit nach Hause nehmen. Es ist so schwer geworden, durch Geschenke Freude auszulösen. In einer Welt des grotesken Überflusses ist es geradezu unmöglich, dass wir durch Dinge den anderen in einen Freudentaumel versetzen können. Der vierte Advent als Tag der Vorfreude hat vielleicht noch bei Kindern einen Platz. Aber selbst diese Kinder, die heutigen Kinder, ertrinken fast in dem Überfluss. Und wenn dann ein Kind sein zweites Disney-Schloss am Heiligabend auspackt, ist dann irgendwo so der Jubel nicht mehr wirklich da. Was macht eigentlich die Freude des nahenden Weihnachtsfestes für uns aus? Ich bin inzwischen der Meinung, wir müssen auch Weihnachten gründlich aufräumen. Wir müssen bei Weihnachten jedes einzelne Ding in die Hand nehmen und fragen, sprüht das für dich noch Freude aus? Weihnachtskarten schreiben. Macht mir das noch Freude oder empfinde ich das als eine Verpflichtung, weil die anderen mir ja auch geschrieben haben? Plätzchen backen. Macht mir das denn noch Freude oder empfinde ich das inzwischen als ein Muss, weil es doch so sein muss? Geschenke kaufen. Alles Mögliche an diesem Weihnachtsfest sollten wir einmal in die Hand nehmen und uns fragen, sprüht das noch Freude für mich aus? Und wenn nicht, dann weg damit. Aber diesen Mut haben wir nicht. Diesen Mut haben viele nicht, das Weihnachtsfest in dieser Weise aufzuräumen. Unter den vielen Enttäuschungen noch das hervorzuholen, was echte Freude ausstrahlt, ist tatsächlich gar nicht so leicht. Advent ist in seiner traditionellen Form ein Fest der Besinnung. Vielleicht nehmen wir uns heute einmal Zeit, uns zu besinnen. Es gibt nämlich Anzeichen, dass der Glücksrausch über das explosive Anwachsen von Habseligkeiten unter uns zu Ende ist. Ein wunderbares Wort, Habseligkeit. Ich bin selig, weil ich es habe. Nun, längst nicht mehr sind wir selig über alles, was wir so haben. Und es gibt eine wachsende Zahl von Menschen, die erkennt, dass sie eigentlich viel weniger zum Leben brauchen, um sich zu freuen. Eine wachsende Zahl von Menschen, die darin erkennt, dass sie sich vor allen Dingen dann freuen können, wenn sie den ganzen Aufwand ihres Lebens deutlich reduzieren. Ich habe den Eindruck, dass diese Zahl der Menschen wächst. Vielleicht wächst auch nur ihre öffentliche Darstellung. Vielleicht tauchen sie häufiger in den Medien auf. Minimalisten, Frugalisten, Aussteiger, ein Mensch, der mich besonders fasziniert, Friedemund Sonnemann, der in einer Lehmhütte lebt, schon seit Jahrzehnten und seltene Pflanzen züchtet.
Plötzlich erfahren wir etwas von diesen Waldschraten und von diesen merkwürdigen Menschen. Denn ein Winter mit explosiv gestiegenen Lebenshaltungskosten trifft uns ins Mark und lässt uns nach Lebensalternativen suchen. Natürlich kann nicht jeder in einer Lehmhütte im Wald leben, aber eine neue Nachdenklichkeit wäre schön, wenn die sich nachhaltig ausbreiten würde. Verzicht zu predigen hat ja immer einen Beigeschmack. Denn das hat den Beigeschmack, dass man den Leuten die Freude verderben will an dem, was sie eigentlich haben. Mit etwas aufgeben, das hat dann immer die Konsequenz, ich fürchte mich davor, dass ich einen Quell der Freude aufgebe. Kann es uns Freude bereiten, wie Aussteigerinnen und Minimalisten zu leben? Das ist keine Predigt des Verzichts. Es ist eine Einladung, das zu suchen, was Freude macht. Aber auch so ehrlich zu dem zu sein, was uns keine Freude macht und zusehen, dass wir es loswerden. Die Frage, die Paulus mir an diesem vierten Advent stellt, ist, worüber freust du dich? Was macht deine Lebensfreude aus? Wir könnten heute die Muße haben, nach einer Antwort zu suchen. Und die Antwort, die Paulus uns zu bieten hat, darüber könnten wir nochmal sehr lange heute nachdenken, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen. Er hat nämlich eine sehr überraschende Antwort gegeben. Der Herr ist nah. Paulus freut sich, weil der Herr nah ist. Er spürt in seiner Gefängniszelle, in dieser ganzen kargen Umgebung, dass da etwas Großes auf ihn zukommt. Er spürt, dass da eine Veränderung, etwas Gewaltiges auf ihn zukommt. Und das erfüllt sogar seine ungemütliche Gefängniszelle mit Freude. Christus ist auf dem Weg zu uns. Wir feiern an diesem vierten Advent auch eine kleine Legende, die eigentlich sehr schön ist. Christus kommt und in den Sträuchern bricht das Leben aus. Die Legende zum vierten Advent erzählt nämlich von Maria, die sich auf den Weg macht. Und Maria trägt schon in ihrem Leib den kommenden Herrn, denn der Engel hat sie schon begrüßt und ihr diese Botschaft gebracht. Und sie ist auf dem Weg zu ihrer Cousine Elisabeth, um mit ihr die freudige Nachricht über diese Schwangerschaft zu teilen. Und dann geht sie durch den Dornwald und die dürren Dornsträucher spüren die Nähe des Heils. Und vor Freude brechen die Dornzweige in Blüten aus. Und Maria geht durch ein wogendes Meer von Rosen. Das Ganze geschieht, bevor es überhaupt Weihnachten ist. Der Herr ist noch nicht geboren, es ist der kommende Herr, der das auslöst. Dieses Wunder könnte etwas oder gibt etwas für mich an Bildhaftem von dem, wie wir den vierten Advent für uns verstehen und begreifen dürfen. Und die Konsequenz der Freude ist dann für Paulus: sorgt euch um nichts. Sorgt euch nicht darum, dass eure Kirchengemeinden immer kleiner werden. Sorgt euch nicht darum, dass die Energiekosten immer weiter steigen. Sorgt euch nicht um die höchste Inflation seit 1948. Sorgt euch nicht um euren sinkenden Lebensstandard. Sorgt euch nicht um das Massensterben der Arten. Sorgt euch nicht um den Klimawandel. Wir hätten so vieles auf diese Sorgenliste zu schreiben, privat und öffentlich und für die ganze Welt. Wir können ganze Listen füllen damit, worüber wir uns Sorgen machen. Dem Gefühl von Angst und Bedrängung nachzugehen. Die Probleme stehen im Raum, wir können sie nicht ignorieren. Das verlangt auch Paulus nicht. Er sagt nur, ändert eure Einstellung zu diesen Problemen. Lasst euch von ihnen nicht in die Sorge treiben, sondern seht, wie ihr ihnen mit Freude begegnen könnt. Nicht bedrängen lassen, ihr die Freude entgegensetzen. Anstatt eine schwere Last uns auf unsere Schultern zu nehmen und uns immer zu sorgen, dürfen wir hinausspüren in diese Welt, denn die Welt voller Sorgen ist getrennt wie durch eine dünne Membran von einer dynamischen Kraft. Und diese dynamische Kraft will die Veränderung in diese Welt bringen. Die Membran ist durchlässig,
und lässt etwas von dieser Energie schon jetzt in unsere Welt hineinsickern. So ist dieses Bild, das Paulus von Christus hat, der in die Welt kommt, um sie zu heilen. Er steht schon unmittelbar vor ihrer Tür und die Vorboten seiner heilenden Kraft sind unter uns schon spürbar und unterwegs. Ich hätte Lust, so ein dürrer Dornenstrauch zu sein. Ich hätte Lust, so ein dürrer Dornenstrauch zu sein, der plötzlich die Lust nach Rosen verspürt. Und dann geht Christus vorbei und aus mir blühen all die Rosen auf und all der Duft. So würde ich gerne die Veränderung um mich her spüren. Und meine Lebensfreude soll sich in eins, zwei, in einer ganzen Fülle von Rosen ergießen. Paulus spürt diese lebensspendende Kraft des Christus sogar in seinem Gefängnis. Und das ist für ihn ein Wunder, eine Quelle der Freude. Er hat aber auch einen konkreten Anlass, warum er sich freut. Die kleine Gemeinde von Philippi hat ihm nämlich ein Care-Paket ins Gefängnis geschickt. Ich glaube, er saß damals in Ephesus. Sie haben ihn unterstützt und er hat in seiner Verzweiflung erfahren, da draußen sind Menschen, die denken an mich und die kümmern sich um mich. Und er sieht darin das Wirken des nahen Christus, der ihn sogar im Gefängnis am Leben erhält. Friede, der höher ist als alle Vernunft. Das ist das Segenswort, mit dem ja jede Predigt hier bei uns, sofern ich dafür verantwortlich bin, geendet wird. Und wenn wir den Lebenswerten unseres Lebens nachspüren, dann wissen wir brauchen mehr als nur die Vernunft. Wenn wir heute in dieser Welt nur auf die Vernunft schauen, dann folgt meines Erachtens die Verzweiflung. Wenn wir etwas verändern wollen, dann brauchen wir mehr, dann brauchen wir die Freude. Wir brauchen Menschen, die von der Begeisterung bewegt, immer noch daran festhalten, dass es wunderbar ist, in dieser Welt zu leben. Ich weiß, der Tag heute wird nicht genügen, dass jeder von uns all die Dinge zu Hause, auch jede kleinste Büroklammer, einmal in die Hand nimmt und guckt, sprüht die denn auch Freude für mich aus? Aber die Aussicht darauf, dass ich auswählen kann, die Aussicht darauf, dass ich all das ja gar nicht behalten muss, sondern darüber entscheiden kann, dass ich es auch loswerden kann, das kann mich jetzt schon freudig stimmen. Ich spüre, es wird Veränderung geben. Diese Welt wird nicht so bleiben, wie sie ist. Und ich spüre, auch ich darf leichter werden, darf die Schultern heben, darf mich freuen. Denn das Leben wird mehr um mich her, selbst wenn die Dinge weniger werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Sehr herzlich für die Kollekte des letzten Gottesdienstes. Das war für die Markusgemeinde 125 Euro. Vielen Dank, dass Sie dazu beigetragen haben. Heute ist die Kollektengabe eine besondere,
es wird die Arbeitsgemeinschaft der Hospize in unserer Landeskirche mit ihrer Kollekte unterstützt. Wir haben hier in Kronberg den Hospiz Bethesda. Und so wie hier in Kronberg gibt es überall in unserem Kirchengebiet Hospizdienste, die durch eine Arbeitsgemeinschaft gefördert werden, zum Beispiel in der Ausbildung von Ehrenamtlichen und in der Unterstützung, dass Ehrenamtliche diesen Dienst auch wahrnehmen können. Das ist eine, wie ich finde, gute Aufgabe und ich freue mich, dass wir als Gemeinde damit beitragen, dass diese Aufgabe geleistet wird. Wir haben eine Fülle von Gottesdiensten, die sich am nächsten Wochenende, man darf sagen, ergießen wird hier über Schönberg. Allein am Samstag wird es 3 geben. Bitte beachten Sie, dass in diesem Jahr das Krippenspiel um 16 Uhr sein wird. Wir sind ein bisschen später, also 16 Uhr. Und bitte denken Sie daran, dass das Krippenspiel in der Regel der Gottesdienst ist, in dem man keinen Platz mehr bekommt. Um 18 Uhr dann die Christvesper. Die wird mit Schönberg Brass sein und Frau Kopp auch als solistische Sängerin. Und um 23 Uhr für die Nachtschwärmer gibt es dann die Christmette mit Harfe. Also in diesem Jahr auch einmal etwas Besonderes. Ich hoffe, dass sich dann noch Menschen finden und nicht alle weihnachtsmüde sind, dass wir zum Christfest, das ist dann der Sonntag, es ist eine komfortable Gottesdienstzeit, 17 Uhr. Also ich freue mich, wenn es da noch ein paar gibt, die nicht schon weihnachtsmüde sind, sondern dann auch um 17 Uhr am Christfest mit uns feiern. Und um das Ganze abzurunden, muss dann natürlich am Montag um 10 Uhr auch nochmal für den zweiten Christtag Gottesdienst sein. Und ich habe das Privileg, alle diese Gottesdienste, so Gott es will und ich gesund bin, mit der Gemeinde feiern zu dürfen. Ich lade Sie herzlich dazu ein, dabei zu sein. Und nun wollen wir miteinander beten und Fürbitte halten. Barmherziger und liebender Gott, du rufst uns zur Freude in diesen Tagen, zur Freude an dir. Denn du bist nah und unser Herz will bereit sein für dich. Wir bitten dich für deine Kirche und für alle deine Gemeinden, die sich auf Weihnachten vorbereiten. Wir bitten dich besonders für unsere Glaubensgeschwister, die in Bedrängnis sind, die für ihren Glauben verfolgt werden und dir trotzdem treu bleiben. Wir beten für alle, deren Glaube matt geworden ist. Komm zu ihnen und zu uns, Herr, und erfülle uns neu mit deiner Freude. Wir bitten dich für alle, in deren Leben wenig Platz ist für Adventsfreude. Für die Menschen in der Ukraine, die in Dunkelheit und Kälte ausharren. Für die Soldaten, die nach Hause wollen. Und für die Flüchtlinge, die niemand haben will und die nicht wissen, wohin. Und wir beten für alle, die versuchen, ein wenig Licht und Wärme zu ihnen zu bringen. Komm zu ihnen und zu uns, Herr, und beschenke uns neu mit deinem Frieden. Wir bitten dich für alle Schwangeren und für die, die sich auf ein Wunschkind freuen und für die, die über ihre Schwangerschaft verzweifelt sind. Wir bitten dich für die Frauen im Iran, die im Kampf für ihre Rechte und ihre Freiheit ihr Leben riskieren. Wir beten für alle, die sich für gleiche Rechte und Sicherheit und Freiheit einsetzen. Komm zu ihnen und zu uns, Herr, und erfülle uns neu mit deiner Kraft. Wir bitten dich für alle, deren Leben innerlich überschattet ist. Für die Familien, die zerstritten sind, und für die Trauernden, denen der geliebteste Mensch fehlt. Für die Kinder, die zu Hause nicht sicher sind, und für alle, denen Angst und Armut die Lebensfreude rauben. Komm zu ihnen und zu uns, Herr, und schenke uns neu deine Güte. Wir bitten dich für die Menschen, die uns nah sind, die unser Leben hell machen, die uns ihre Liebe schenken und die wir lieben dürfen. Und wir beten für die, die wir vermissen, um die wir uns sorgen und denen wir nicht helfen können. In der Stille nennen wir dir ihren Namen. Thank you.
Komm zu ihm und zu uns, Herr, und schenk uns neu deine Gegenwart. Komm und sei uns nahe, du Gott der Freude, und hilf uns, dir nahe zu sein. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie Platz. Es gibt noch eine Sache, die habe ich vergessen bei den Abkündigungen, die will ich noch ergänzen. Eine unserer Gottesdienstbesucherinnen, die Frau Klein, ist im Augenblick im Krankenhaus. Ich würde ihr gerne eine gute Besserungskarte aus dem Gottesdienst schicken. Wer das mit unterschreiben möchte, den lade ich ein, nach dem Gottesdienst noch einen Moment da zu bleiben, die Karte noch zu unterschreiben, dass wir sie als kleines Besserungsgruß in den Krankenhaus zu Frau Klein schicken können. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden.